Du, das ist ein Mehrteiler. Am Ende der Folge findest du einen Link zum nächsten Teil sowie auch zur Playlist mit allen Teilen. Insgesamt wird das hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Photovoltaik-Powerwall, also eines Solarspeichers, aus Lithium-Ionen-Zellen im 18650-Format, aus gebrauchten und recycelten Laptop- und E-Bike-Akkus, so wie hier zum Beispiel. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und viel Spaß! Nachdem die Akkupacks fertig zusammengebaut und gebalanced sind, kann man sie dann einbauen. Also ich habe hier so eine Metallkiste, die ich mit feuerfester Mineralwolle ausgeschlagen habe und mit ebenfalls feuerfesten Fermacell-Platten. Die sind beide bis über 1000 Grad sind die feuerfest. Vor dem Einbauen habe ich sie noch mit dem Ladegerät noch aufgeladen auf 4 Volt und dann geht es jetzt an das Einbauen. Ihr könnt ihr auch ein Regal reinstellen oder in einen Metallschrank packen, wie ihr wollt. Im Prinzip ist das Vorgehen ist dasselbe. Also ihr habt jetzt 4 Akkupacks. In jedem Pack sind die Zellen parallel und jedes Pack an sich hat 3,7 Volt. Und die werden jetzt alle in Reihe zusammengeschaltet, sodass zum Schluss 48 Volt Systemspannung dabei rauskommen. Die Kabelschuhe haben Bohrlöcher mit 6 mm. Das heißt, wir können jetzt hier wunderbar auch Schrauben benutzen mit 6 mm Durchmesser. Ich habe dazu einfache Sechskantschrauben genommen mit 15 oder 20 mm Länge. Zum besseren Einbauen montiere ich immer ein oder zwei oder drei Akkupacks vor, also Schraube, U-Scheibe, dann durch die beiden Akkupacks durch, nochmal eine U-Scheibe und nochmal eine Mutter. Das Ganze richtig doll festziehen, damit es keine Unterbrecher gibt. Falls es zu einer thermischen Kettenreaktion, einem Thermal Runaway kommt, entweicht dann dem Pluspol, entweichen die heißen Gase und das ist das Gefährliche, wenn man so viele Packs zusammen nebeneinander stehen hat, dass wenn ein Pack hochgehen sollte, dass die Hitze, die dann austritt, das benachbarte Pack anstecken kann. Deswegen habe ich auch solche Fermacell-Platten als Trenner immer zwischen die einzelnen Packs gemacht. Diese Trenner sind auch ein bisschen höher als die einzelnen Packs, damit oben drüber noch Luft ist, die ein bisschen zirkulieren kann, weil in der Kiste werde ich die Akkupacks in zwei Reihen übereinander anordnen. Also 7 Stück in der unteren Etage und nochmal 7 Stück in der oberen Etage. Deswegen ist jetzt hier auch am Ende ein Stück Kabel mit hier montiert, um die untere mit der oberen Etage zu verbinden. An beiden Enden auch die Ringkabelschuhe und das Ganze mit M6-Kabel miteinander verbunden. Der Zwischenboden ist aus Fermacell, damit es hier auch eine Trennung gibt, falls eins der unteren Packs kaputt gehen sollte, damit sich das nicht nach oben überträgt oder wenn, dann nur sehr zeitverzögert, sodass die Reaktion nicht so heftig ist. Was super wichtig ist, dass man beim Zusammenbau der einzelnen Packs, also mit den M6-Schrauben, mit den Schraubenschlüsseln richtig doll aufpasst, da, dass man keinen Kurzschluss macht zwischen den einzelnen Polen. Idealerweise isoliert man sich das Werkzeug an den Griffen mit Panzertape oder so, dass man da nicht aus Versehen zwischen den Polen Kurzschluss macht. Also wirklich da extrem aufpassen einfach. Richtig viel passieren kann im Endeffekt nicht, da wir Sicherungsdraht benutzt haben. Aber das ist halt eine elendige Arbeit, das dann nochmal zu machen, wenn man aus Versehen da so einen Kurzschluss fabriziert hat.
In der Videobeschreibung werde ich euch mal noch das verwendete Baumaterial noch verlinken, also die Schrauben und U-Scheiben und auch das Kabel, wo ich das her habe. Die Fermacell-Platten gibt es im Baumarkt und die Mineralwolle auch. Bei der Mineralwolle muss es keine spezielle sein. Ich habe hier welche genommen mit 60 mm Stärke. Welchen WLG-Wert die jetzt hat, das ist jetzt zweitrangig. Der WLG-Wert ist eine Angabe für die Wärmedämmung, aber hier geht es hauptsächlich darum, dass Mineralwolle als Material als solches nicht brennbar ist. Der Nebeneffekt ist dann, wenn die Kiste, so wie hier, im Keller oder sogar draußen steht, dass im Winter dann auch ein bisschen Wärme isoliert ist. Aber das ist, wie gesagt, eher so zweitrangig. Gerade bei Lithium-Ionen-Zellen, die sind nicht ganz so temperaturempfindlich wie jetzt Lithium-Eisenphosphat. So, dann habe ich dann oben auf nochmal so ein Fermacell-Plattenstück, wo ich die Elektronik draufgeschraubt habe und das wird dann auch in der Kiste mit verbaut. Also hauptsächlich das BMS. Das ist ein JK-BMS. Das ist ein Kombigerät. Das ist auf der einen Seite ist das BMS, also Batteriemanagementsystem zur Absicherung des Akkupacks, zur Überwachung der Spannung und zur Trennung im Fehlerfall. Und zusätzlich auch noch Balancer in einem. Der Balancer gleicht Spannungsunterschiede in den 14 Akkupacks auf, die auftreten können, wenn zum Beispiel in einem Akkupack 2, 3, 4 Zellen schwächer sind als andere, dann werden sie sich wahrscheinlich beim starken Entladen schneller entladen als der Rest und die Spannung des einen Akkupacks wird stärker absinken als in den anderen und der Balancer fängt das auf und gleicht die Ladung nochmal aus. Balancer ist optional, das braucht man nicht unbedingt, das ist so nice to have bei einer Lithium-Ionen-Batterie, aber ein BMS auf jeden Fall. Also immer dann, wenn man Lithium-Ionen-Zellen in Reihe schaltet, braucht man zwingend ein BMS. Bitte keine Lithium-Ionen-Zellen in Reihe verschalten ohne BMS. So, ansonsten habe ich hier nur noch einen Lüfter für das BMS, das im Nachhinein bräuchte man das nicht. Einen kleinen DC-DC-Wandler, um aus den 48 Volt 12 Volt zu machen für den Lüfter. Und die Batterien, die zwei, die hier sind, die habe ich in Reihe geschaltet mit einem Knopf zum Starten des BMS. Also das BMS braucht einen 5 Volt Impuls, steht in der Anleitung, zum Starten. Zwei Zellen zusammen sind ungefähr 7,2 Volt. Das funktioniert auch wunderbar. Mit der Handy-App hat man dann alles im Blick. Ich verlinke euch das BMS auch mal. Ich mag das ziemlich gern, da man richtig viele Möglichkeiten hat, das einzustellen und eine Überwachung hat, was da gerade passiert. Dann bis zum nächsten Video und bis dann. Ciao.